In diesem Kapitel widmen wir uns den negativen Zahlen und werfen sowohl einen fachlichen als auch fachdidaktischen Blick auf diese. Fachlich wird es darum gehen, die Zahlen formal zu konstruieren, fachdidaktisch darum, wie sie im Unterricht eingeführt und behandelt werden können. Wir starten in diesem Video aber erst einmal mit einer historischen Perspektive und schauen uns an, wie die negativen Zahlen entdeckt oder vielleicht auch erfunden wurden. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass die Notwendigkeit, überhaupt eine Zahlbereichserweiterung durchzuführen, daher rührt, dass die Subtraktion in den natürlichen Zahlen nicht uneingeschränkt durchführbar ist. Auch stoßen wir immer wieder auf Gleichungen, die in den natürlichen Zahlen keine Lösung besitzen. Anders als bei den Bruchzahlen gibt es aber zunächst einmal keinen alltäglichen Grund, der uns dazu bringen würde, unseren Zahlbereich auf negative Zahlen auszuweiten. Im Gegenteil, es bestand eine große Hemmnis, negative Zahlen einzuführen, weil sie dem Zahlverständnis widersprechen, das lange Zeit vorherrschte. Für Pythagoras und seine Nachfolger waren Zahlen entweder Anzahlen oder messbare Größen. Negative Zahlen sind, wie wir sehen werden, weder das eine noch das andere. Ein ganz neues Zahlverständnis für Zahlen zu entwickeln, hat daher einige Jahre in Anspruch genommen und wir werden diesem Entwicklungsgang einigermaßen chronologisch einmal in groben Zügen folgen. Prinzipiell war man sich der Existenz oder sagen wir mal möglichen Existenz von zusätzlichen Zahlen zu den natürlichen oder gebrochenen Zahlen hinaus durchaus bewusst. Im 6. und 7. Jahrhundert wurden sie in Indien zum Beschreiben von Schulden benutzt. Und dann im 12. Jahrhundert findet man in China die Unterscheidung von roten und schwarzen Rechenstäbchen, die die Unterscheidung von positiven und negativen Zahlen symbolisieren sollen. Durch arabische Texte gelangen die negativen Zahlen, wie viele andere mathematischen Zusammenhänge und Ideen auch, nach Europa und ab dem 15. Jahrhundert findet man sie dann auch dort in mathematischen Werken. Es braucht dann aber noch gut weitere 300 Jahre, bis sie auch wirklich, sagen wir mal, eingebürgert und akzeptiert wurden. Wie groß diese Skepsis war, zeigt beispielsweise eine Schrift von Michael Stiefel, der von absurden oder fingierten Zahlen jenseits der Null spricht. Dabei hat er gar nicht so Unrecht, denn wir werden sehen, in gewissem Sinne sind die negativen Zahlen wirklich buchstäblich erfunden worden, um das Rechnen lückenlos möglich zu machen. Außerdem ist Stiefel mit dieser Idee jenseits der Null schon sehr nah an der Vorstellung, die die Erweiterung des Zahlenstrahls dann schlussendlich mit sich bringt. Die Zurückhaltung, was die Verwendung von negativen Zahlen angeht, zeigt sich besonders im Umgang mit Gleichungen. Dazu machen wir einen kleinen Zeitsprung zurück und schauen uns an, wie der berühmte griechische Mathematiker Diophant damit umgegangen ist. Seine Grundidee hat sich dann nämlich jahrelang auch in Europa durchgesetzt. Zunächst einmal umging er negative Koeffizienten, das heißt eine Gleichung der Form x² minus 7x plus 8 gleich 0 hat er so gar nicht aufgestellt, sondern immer direkt umgeschrieben zu x² plus 8 gleich 7x. Diese beiden Gleichungen, die Sie hier sehen, waren für die damaligen Leute grundverschieden, obwohl sie gleiche Lösungen hatten. Für quadratische Gleichungen ergeben sich dadurch 5 verschiedene Typen, die wir uns vielleicht mal gemeinsam anschauen. Kleine Nebenbemerkung. Die Gleichungstypen habe ich in unserer heutigen Notation aufgeschrieben. Bei Diophant sah das noch ganz anders aus. Insbesondere wurden für Koeffizienten gar keine Buchstaben eingesetzt, sondern nur konkrete Zahlen. Erst mit Vieta tauchen so 1657 die ersten Literalkoeffizienten auf, die dann auch den Übergang von der Arithmetik zur Algebra ebnen. Darauf werden wir noch ausführlich zurückkommen. Alle Vermeidungsstrategien zum Trotze. Eine typische mathematische Denkhandlung ist es, Dinge, die beim Rechnen und mathematischen Arbeiten entstehen, fassen zu können und zu systematisieren. Und in diesem Zug macht René Descartes eine entscheidende Feststellung. Er kommt zu der Erkenntnis, dass jede Gleichung vom Grad n immer genau
n Lösungen besitzt. Lineare Gleichungen also eine Lösung, quadratische Gleichungen zwei Lösungen, kubische Gleichungen drei Lösungen und so weiter. Nur sind manchmal einfach einige dieser Lösungen falsche Lösungen. Er spricht von Racines fausses, also falschen Wurzeln, wie man die Lösungen damals nannte. Ab ca. 1650 geht man dann sehr pragmatisch mit diesen falschen Lösungen um. Achtung, das geht sogar noch einen ganzen Schritt weiter als das Arbeiten mit den negativen Lösungen, mit denen wir persönlich jetzt inzwischen ganz gut umgehen können. Man hat dort auch mit Lösungen gearbeitet der Form Wurzel aus minus 3. Über solche Lösungen werden wir uns im Modul zu den komplexen Zahlen noch sehr intensiv unterhalten. Prinzipiell aber rechnete man mit allen Lösungen, die man nicht interpretieren konnte, einfach so, wie man es von den anderen Zahlen gewohnt war, ohne sich über ihre Bedeutung Gedanken zu machen. Das bescherte vielen Mathematikern geistige Qualen, wie es Cardano beschreibt. Für ihn sind diese falschen Zahlen ein Blendwerk der Hölle. Man versteht sie nicht, man weiß nicht, was sie bedeuten, und doch sind sie da und wir müssen sie irgendwie in die Mathematik einbinden. Man findet in diesem Zuge immer wieder Leugner, auch unter den renommiertesten Mathematikern. Blaise Pascal sagt in diesem Zusammenhang beispielsweise: Ich kenne Leute, die nicht verstehen können, dass 0 minus 4 nichts anderes als 0 ergeben kann. Er ist der festen Überzeugung, nichts kann weniger sein als 0. Oder lassen Sie uns den Überlegungen von Antoine Arnauld folgen, der auf große Widersprüche zu stoßen scheint. Beispielsweise, wenn er sich Verhältnisse anschaut, in denen sowohl negative als auch positive Zahlen vorkommen. Beispielsweise minus 1 zu 1 verhält sich wie 1 zu minus 1. In beiden Fällen kommt minus 1 raus. Wenn aber jetzt minus 1 weniger ist als 1, wovon wir ja ausgehen, wie soll sich denn das Kleinere zum Größeren verhalten, genauso wie das Größere zum Kleineren? Und um noch ein letztes Beispiel zu bringen, welche geistigen Hürden Mathematiker wirklich auf sich nehmen mussten, schauen wir uns noch John Wallace an. Er meinte, in den negativen Zahlen sogar über unendliche Größen zu erblicken. Wallace argumentiert folgendermaßen: Wir nehmen mal die Folge 1 Drittel, 1 Halb, 1 Eintel und 1 durch 0. Die bildet offensichtlich eine wachsende Reihe. 1 Drittel ist kleiner als 1 Halb, ist kleiner als 1, ist kleiner als 1 durch 0, das geht gegen unendlich. Allgemein kann man sagen, dass 1 durch m sicher kleiner ist als 1 durch m minus 1. Wenn ich jetzt für m 0 einsetze, bedeutet das, dass eine negative Zahl, wie sie hier steht, größer ist als jede natürliche Zahl, die wir uns vorstellen können. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass 1 durch 0 gar kein Symbol ist, bei dem wir überhaupt einen Größenvergleich definieren können, sodass diese Formel gar nicht für m gleich 0 benutzt werden darf. Sie sehen, die Frage, was negative Zahlen sind und wie man Mathematik mit ihnen betreiben kann, hat viele Mathematiker fast um den Verstand gebracht. Behalten Sie dies im Kopf, wenn Sie den ersten Zugang zu den negativen Zahlen mit Ihren Schülerinnen und Schülern wagen. Wir haben es heute einfacher, und zwar nicht zuletzt dank Carl Friedrich Gauß und schließlich Hermann Hankel, die die Erlösung Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts brachten. Carl Friedrich Gauß verdanken wir eine geometrische Anschauung dessen, was komplexe Zahlen sind, als relative Größen, die wir auf dem Zahlenstrahl, auf einem erweiterten Zahlenstrahl anordnen können. Und Hermann Hankel verdanken wir die finale Formalisierung, die wir uns im nächsten Abschnitt dann auch noch anschauen werden. All dies führte dazu, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern einen Zugang heute ermöglichen können, der nicht so steinig ist wie den diese großen Köpfe, die wir heute uns angeschaut haben, betreten mussten. Für unseren Unterricht ist es aber dennoch wichtig, dass Sie sich dieser geistigen Hindernisse und Hürden bewusst sind, die auftauchen können. Und deswegen fassen wir diese noch einmal zusammen.